Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Top Attack 3 und heute habe ich mal wieder etwas vorbereitet, also nicht wie die letzten Episoden, wo ich dann am Stück aufgenommen hatte, sondern heute ist ein Stream vorausgegangen und ich möchte mal zeigen, was ich da alles geschafft habe. Es ist nämlich einiges passiert, ich habe hier ein einigermaßen großes Strandhaus geplant, also ich weiß noch nicht, inwieweit es hier hinten sich fortsetzen wird, allerdings sieht erstmal schon alles danach aus, dass es ein kleines Stück einnimmt, auch hiervon noch, und ich denke mal, da müssen wir weiter terraformen. Das kann ich ja direkt in dieser Folge fortsetzen und auch hier zum Beispiel der Boden muss ja alles raus. Eventuell schaffe ich es auch noch ein bisschen die Wände zu verbessern, beziehungsweise in dem Muster weiterzubauen, wie ich es angefangen hatte. Ich habe mir jetzt erstmal diese Dekoration überlegt. Ich weiß noch nicht, ob ich die weiter fortführe, denn mir gefällt das noch nicht so ganz, dass das hier auf der Seite ist und hier vorne gar nicht. Da müsste man nochmal ran, aber ja, das sind ja so Details, die man sicherlich Richtung Ende oder später, wenn das Haus erstmal an sich von den Wänden her steht, klären kann. Und ansonsten möchte ich jetzt gar nicht allzu viel Zeit verschwenden wieder, denn vor 3 Folgen hat man das schon lange genug, dass ich dann eigentlich eine komplette Episode überhaupt nicht zum Thema gekommen bin, was ich normalerweise ansprechen wollte. Deswegen fange ich einfach mal an, und zwar bin ich ja stehen geblieben in der letzten Episode bei dem Thema Bachelorarbeit und der Vorbereitung etc. Ich habe mir das jetzt extra nochmal angehört im Hinblick auf die Aufnahme dieser Episode. Deswegen bin ich einigermaßen drin im Thema wieder und weiß, wo ich aufgehört hatte. Also ich mache mal folgendermaßen weiter. Und zwar, wie bin ich überhaupt dann zurechtgekommen im letzten Semester? Also es ging los. Ich hatte ja Ende Mai meinen ersten Tag in der Firma und mich so ein bisschen umgeguckt. Okay, was gibt's hier zu tun etc. Wie kann man jetzt dieses Semester noch nutzen in Vorbereitung auf die Bachelorarbeit, die ja dann besonders wichtig ab dem Oktober im Vordergrund stehen würde. Also das ist ja jetzt alles schon eine Weile her. Es hat eben im Endeffekt nicht so zeitlich geklappt, wie ich mir es gewünscht hatte. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch, denn ja, ich war dann eben erstmal, wie vorher bereits abgesprochen, einmal die Woche dort, immer im Juni, weißt du, so für ungefähr 5 Stunden, habe ich Sachen bearbeitet, die in erster Linie für den Betrieb dort notwendig waren, und das Ziel war ja, die parallel nutzen zu können, schon mal für die Bachelorarbeit, dass man Daten zusammensammelt, die man nutzt, und das ist mir auch durchaus gelungen, zwar nicht an allen Stellen, also ich habe schon oftmals auch Dinge getan, die mich später nicht unbedingt weiterbringen würden, irgendwelche Dokumente anlegen, weißt du, was die da gebraucht haben, oder bestimmte Zuarbeiten leisten, die jetzt erstmal nichts direkt mit meinem Thema zu tun hatten. Ich sollte dann auch mich darum kümmern, irgendeinen Arbeitskreis aufzubauen, also Kontakt herzustellen zu verschiedenen Unternehmen und die dann regelmäßig zu Treffen einzuladen, sodass die sich beraten können in dem bestimmten Thema, was ich dann auch noch bearbeite. Also eigentlich sollte ich da viel Organisation rundherum beisteuern und musste mich in erster Linie um diese Belange kümmern, die an sich wahrscheinlich kein anderer machen wollte. Das ist mir also schon in gewisser Hinsicht aufgefallen am Anfang und ich dachte so, naja, okay, macht man das jetzt wirklich hier so oder weißt du, ich war dann erstmal ein bisschen vorsichtig, hab mich da zwar rangetastet, aber bin nicht vollends reingegangen und hab mich da jetzt richtig schnell engagiert, dass wir das in kürzester Zeit organisieren. Ich war dann erstmal vorsichtiger und hab immer alles abgeklärt und dann hat sich alles sowieso ein bisschen verzögert, also wir sind überhaupt nicht in der Geschwindigkeit vorangekommen, wie wir gedacht hatten, also mein Chef dort und ich. Wir haben immer so zusammen besprochen, wie jetzt die nächsten Schritte werden und was nötig ist etc. Das war auch am Anfang recht zeitintensiv, da haben wir manchmal 2 Stunden geredet, obwohl ich nur 5 dort war. Also da bin ich gewissermaßen gar nicht so in dem Maße zum Arbeiten gekommen, wie es eigentlich erwünscht war von allen Seiten, aber naja, das ist nur mal so am Rande. Denn ich fand es ja an sich gut, wenn ich auch entsprechend Rücksprache halten kann und nicht nur dort bin, um ins Leere zu laufen, sag ich mal, sondern so ein bisschen Betreuung ist bei so einem Praktikum natürlich wichtig, vor allem am Anfang, wenn man da gerade neu ist und alles Mögliche hinbekommen muss. Allerdings hat sich dann auch immer mal ergeben, dass irgendwas anders gemacht werden sollte als geplant und dann hat man hier und da wieder was verworfen, was weiß ich, und dadurch wurden bestimmte Arbeitsschritte überflüssig oder man hat einiges erstmal verschoben, wie auch immer. Und dadurch konnte ich natürlich gar nicht so viel schaffen, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre, vor
allem habe ich auch von vornherein klar kommuniziert, wann ich Prüfungszeitraum habe und definitiv nicht dort zur Arbeit erscheinen kann. Also es macht für mich keinen Sinn, wenn ich Klausuren schreibe und viel lernen muss, was letztes Semester durchaus der Fall noch war, dass ich parallel dann noch übelst viel arbeite und da meinen Alltag verbringe, weißt du, ich muss mich erstmal auf mein Studium konzentrieren und dann das andere in meinen Augen. Deswegen bin ich ja auch schon während des Semesters nur 5 Stunden dort gewesen in der Woche und nicht jedes Mal noch so übelst viel nach dem Unterricht oder so, weißt du, nur an Tagen, wo ich vielleicht früh mal kurz Unterricht hatte und dann frei, weißt du, da habe ich dann gesagt, okay, da geht man mal hin. Einmal war ich beispielsweise auch doch 2-mal die Woche dort, denn es ging terminlich nicht anders, weil die Woche danach er nicht da war und da dachte ich auch, komm, dann schiebe ich das eben einmal nach vorne und die Woche danach hast du dafür frei. Also sowas hat man dann schon mal gemacht. Nur ich war eben nicht bereit, regelmäßig jede Woche jetzt öfter zu kommen und da übelst viel Zeit reinzustecken. Ne? Das war von vornherein eigentlich auch okay und geduldet. Wurde mir später allerdings anscheinend doch zum Verhängnis, wie wir gleich merken werden. Und ja, gehen wir aber erstmal weiter. Also ich war dann bis Anfang Juli noch dort beschäftigt regelmäßig. Dann ging es in die Prüfungen, wie ich schon erwähnt hatte. Und ich habe mich erstmal rausgehalten. Danach war allerdings Urlaub auch. Also erst von seiner Seite aus, wo ich dann dachte, naja, bevor ich hier alleine arbeite, nachdem ich 4 Wochen vorher ewigen Prüfungen nicht da war, macht es jetzt auch keinen Sinn, da nochmal extra hinzukommen, denn danach wollte ich in Urlaub fahren, weswegen ich von vornherein auch abgesprochen hatte, erst Ende August wiederzukommen, also dann quasi knapp 2 Monate nach meinem letzten Erscheinen und das war anscheinend auch alles okay so und weißt du, obwohl wir vorher bestimmte Sachen nicht geschafft hatten, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass ich einfach Ende August kommen kann und alles normal weitergeht. Also ich habe das dann so gemacht und als ich dann aber dort erschien und dachte, naja, jetzt kann ich ja mal schon ein bisschen anfangen, das neue Semester vorzubereiten, auch wenn ich direkt aus dem Urlaub erst komme, versuche ich wenigstens so 15 bis 20 Stunden die Woche da zu arbeiten. Allerdings gab es dann nochmal eine Pause von einem anderen Praktikum, was schon länger geplant war. Da war ich also nochmal bei einem komplett externen Betrieb, der mit der Sache nichts zu tun hatte. Das war einfach so ein Ding, weil ich schon mal im März dort wiederum was gemacht hatte und sich da neue Aufgaben ergeben hatten. Also ja, da hatte ich im Endeffekt 1 Woche Zeit erstmal bei diesem Hauptpraktikum, wo ich eben langfristig war, Fuß zu fassen und habe versucht, mich auch wieder einigermaßen einzubringen, wollte eigentlich mit diesem Arbeitskreis, was ich vorhin erzählt habe, weitermachen, denn der sollte dann schon im September irgendwie stattfinden, was ich bereits für sehr überambitioniert hielt, denn es war noch lange nicht in dem Stadium, dass wir über diesen Termin hätten weiter reden können. Also es hätte sich höchstwahrscheinlich eh verschoben auf Oktober mindestens. Allerdings wurde mir dann plötzlich gesagt, dass ich das nicht mehr machen muss. Das macht er irgendwie selber jetzt oder wird alles komplett eingestellt, wie auch immer. Und da habe ich mich schon sehr gewundert, denn bis dahin war das so meine Hauptaufgabe dort. Nebenbei habe ich eben auch schon ein bisschen für meine Bachelorarbeit ja Sachen gesammelt, vorbereitet, aber noch nicht direkt angefangen zu schreiben. Hauptsächlich ging es da um Zuarbeiten, Tabellen, die ich nochmal bearbeiten sollte und auf den neuesten Stand bringen oder Datentabellen im Netz recherchieren, wie sich Sachen geändert haben bzw. entwickelt in dem neuen Jahr etc. Allerdings, das war alles die Nebentätigkeit. Im Hauptaugenmerk stand immer noch dieser Arbeitskreis und das war das große Projekt, was aber komplett gestrichen wurde, quasi hinter meinem Rücken, ohne dass ich nochmal mich hätte rechtfertigen können, denn ich hatte dann schon das Gefühl, das ist jetzt meine Schuld, dass das nicht geklappt hat. Nur weil ich nicht da gewesen bin oder so, aber ich hatte ihm ja immer wieder erklärt, warum, wieso und früh genug auch alles angekündigt, also an mir kann es an sich nicht gelegen haben, nur man hatte eben immer wieder das Gefühl, dass es jetzt mir in die Schuhe geschoben werden soll, so ungefähr und ja, das hat mich dann schon ein bisschen, sag ich mal, an mir festgemacht werden soll und das hat mich am Ende schon ein bisschen verunsichert, aber ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich eben die anderen Sachen, die ich bisher schon bearbeitet habe, weiter und würde versuchen, an meiner Bachelorarbeit voranzukommen, beziehungsweise erstmal mit dem Schreiben so richtig anzufangen.
Immerhin war es dafür auch schon wieder ein bisschen spät geworden. Ich meine, ich hatte immerhin schon vor, während des Semesters die ganze Zeit daran zu arbeiten und hatte mir eben erhofft, mit diesen 5 Stunden da auch weiter voranzukommen. Allerdings unter den ganzen Umständen ging es dann eben nicht, gerade auch weil das erst überhaupt so spät gestartet hat im Semester. Mal sehen, was wir in nächster Episode gestalten. Ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, ich könnte mal in den Untergrund wieder gehen. Oder ich baue doch nebenbei an dem Haus. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Das ist halt immer die Frage. Vorhin war ich da ja auch schon ein bisschen skeptisch und ich glaube nicht, dass ich mich so gut da zumindest drauf konzentrieren kann, wenn ich hier rede. Aber naja, das sehen wir dann. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Bis später und tschüss.